eben wenn es um Thema psychische Gesundheit geht, dann zuerst mal die Frage, was ist denn überhaupt Gesundheit? Wir haben vorher schon mal eine Definition gehört. Wie man sieht, eigentlich in der Literatur gibt es zahlreiche Definitionen von Gesundheit. Die sind bedingt durch Theorien, durch Kultur, durch Methoden, Denkansätze, natürlich auch durch die Zeit. Also irgendeine Definition, die vielleicht vor 30 Jahren noch aktuell war, ist es halt heute nicht mehr. Es gibt eben in der Literatur verschiedene Gesundheitsmodelle, es gibt verschiedene Krankheitsmodelle, es gibt so ein biopsychosoziales Erkenntnismodell und dort gehört zum Beispiel eben die Definition von WHO dazu. Dort geht es eigentlich darum, dass eben Gesundheit ist eben nicht einfach ein Zustand von, also Gesundheit ist ein Zustand von kompletter physischer, psychischer und von sozialem Wohlbefinden und nicht einfach das eigentlich Weglassen von Krankheit oder Gebrechen. Und eben diesen Physical Wellbeing, das sind eigentlich diese körperlichen Aspekte, also wenn man irgendeinen Beinbruch hat oder eben eine Krebserkrankung, dann ist es nicht beeinträchtigt. Das ist natürlich viel objektiver, also man geht zum Beispiel zu einem Spezialisten oder zu einer Spezialistin und man kann irgendeinen Marker im Blut nehmen und testen. Dann ist es eben Social Wellbeing, da geht es eigentlich darum, wie kommt man in der Gesellschaft klar, Stabilität, hat man ein gutes soziales Netzwerk, das kann natürlich auch beeinträchtigt sein. Und eben dieses Mental Wellbeing, das ist dann eigentlich, das sind die psychischen Aspekte. Und wenn eben das beeinträchtigt ist, dann kann es zu psychischen Problemen kommen, bis dann hin zu einer psychischen Störung oder Erkrankung. Dann hier noch ein paar Zahlen und Fakten. Das ist eben weltweit, also laut der WHO sind es eben mehr als 450 Millionen Menschen weltweit, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Und viele, viele mehr haben einfach auch durch psychische Probleme. Eine von vier Personen weltweit wird im Laufe ihres Lebens psychisch erkranken. Und psychische Erkrankungen sind häufiger in vulnerablen Gruppen vorzufinden, zum Beispiel bei Minoritäten, bei ärmeren Leuten, bei Personen, die bereits eine chronische Grunderkrankung haben. Und zum Beispiel gerade nach einem Krieg oder nach irgendeinem sonstigen Katastrophe können sich natürlich diese Raten dann bis zu verdoppeln. Und eben aktuell, auch gerade mit dem Coronavirus, da merkt man eigentlich, dass eben auch hier die psychischen Probleme oder Erkrankungen deutlich zugenommen haben. Dann noch zur Schweiz. Hier ist es ungefähr jede zweite Person einmal in ihrem Leben von einer psychischen Erkrankung betroffen sein wird. Und psychische Erkrankungen belasten die Gesellschaft stärker als Herzkrankungen, Atemwegserkrankungen oder Krebs. Und es ist so, dass eigentlich eine psychische Erkrankung kann in jedem Alter auftreten. Oft ist es so, dass sie sich eigentlich in der Adoleszenz oder im frühen jungen Erwachsenenalter manifestiert. Und dann noch zu den Auswirkungen. Ein großes Problem ist nicht die Stigmatisierung, also was man in einer Gesellschaft, eigentlich Personen oder ganzen Gruppen, dass man eigentlich Merkmale negativ bewertet. Und dass es so sein kann, dass aufgrund von einer psychischen Erkrankung, dass es zum Beispiel Probleme gibt bei der Stellensuche oder dass man Probleme hat, mit Versicherungen abzuschließen oder einfach ausgegrenzt wird. Dann natürlich die direkte und indirekte Betroffenheit. Wir haben gehört, jede zweite Person ist direkt betroffen und eben diese Person ist in einer Familie eingebunden, ist in einem System eingebunden, das heißt, also indirekt sind die eigentlich alle davon betroffen. Dann natürlich als eine extreme Auswirkung kann es dann bis zum Suizid kommen bei einer psychischen Erkrankung. In der Schweiz ist es der Hauptgrund für Frühberentung und es verursacht hohe soziale Kosten. Also das ist für die Schweiz ca. 16 Milliarden Franken pro Jahr. Was aber ganz wichtig ist zu sagen, psychische Probleme oder Erkrankungen können effizient behandelt werden.